Sehr geehrte Damen und Herren, heute befassen wir uns mit dem für die Gesellschaftspolitik durchaus relevanten Thema des Glaubens an die Ewigkeit. Der Faktor Glaube an die Ewigkeit spielt natürlich nicht nur im persönlichen religiösen Leben oder in religionswissenschaftlicher Sicht eine Rolle, sondern er spielt natürlich auch eine Rolle für die Handlungen des Einzelnen und auch für das Zusammenleben in einer gesellschaftlichen Struktur. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die heutige Gesellschaft sich ja von der Religion, von auch der philosophischen Vorstellung des Glaubens an die Ewigkeit immer mehr und mehr distanziert. Das heißt, es geht nur um ein diesseitiges Leben. Zum Beispiel im Mittelalter lebten die Menschen nicht so lange wie heute. Sie lebten vielleicht 30, 40, ja vielleicht 50 Jahre, aber dann lebten sie ewig. Das heißt, sie lebten 40 Jahre und ewig. Heute leben die Menschen halt nur noch, wenn es gut kommt, 80 oder 90 Jahre. Ja? Und dann ist aber Schluss. Das heißt, der heutige Mensch lebt nicht mehr ewig. Das heißt, die Ewigkeit spielt im Leben des Menschen keine Rolle mehr. Und wenn die Ewigkeit keine Rolle mehr spielt, dann spielen auch kleinere Zeitperioden keine Rolle mehr, zum Beispiel die Vergangenheit und natürlich auch die Zukunft. Es ist so, dass die Verantwortungslosigkeit in der heutigen Politik sicher auch das Resultat eines Verlustes des Glaubens an die Ewigkeit ist. Die frühen Herrscher, ob sie jetzt moralisch gut oder schlecht waren, waren dennoch Menschen, die sich einer ewigen Rechtfertigung sahen. Sie mussten sich eines Tages vor ihrem Schöpfer verantworten. Wir kennen diese großen Darstellungen des Weltgerichtes, ja, wo Gott die Menschen, die Guten und die Bösen richtet. Und dem konnte auch niemand entrinnen, ja, nicht einmal der König, der Kaiser konnte dies. Und dementsprechend war die Möglichkeit auch für den Einzelnen sein Leben zu ändern aufgrund dieser Auffassung, um dieser göttlichen Ordnung gerecht zu werden. Heutzutage kann man in der Politik eigentlich alles machen, man kann noch so verantwortungslos handeln, solange man nicht dabei ertappt wird, hat man eigentlich ein sehr gutes Leben bis zu seinem biologischen Ableben. Die einzige Möglichkeit in Wirklichkeit, die Probleme, in der sich Europa befindet heute und die westliche Welt, weil das ist auch ein Problem der westlichen Welt, ist eigentlich den Menschen den Glauben an die Ewigkeit wieder näher zu bringen, auch den Politiker. Weil in dem Augenblick, wo sie sich verantworten müssen eines Tages, in dem Augenblick, wo sie sich auch bewusst sein müssen der Leistungen in ihrer Vorfahren und der Zukunft ihrer Nachfahren, so müssen sie natürlich auch dementsprechend integer handeln. Das heißt, in Wirklichkeit fehlt dem Westen der Glaube an die Ewigkeit und wir alle, jeder für sich, muss lernen, wieder ewig zu leben. Das heißt, ewig zu denken, ewig zu handeln und nicht auf die kurze Periode unseres biologischen Lebens hin, weil dies wird früher oder später massive Auswirkungen haben, auf uns selbst, aber auch auf die kommenden Generationen, auf das gesamte Volk, die Zivilisation, unsere gesamte Gesellschaft, in der wir leben. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alle wieder anfangen, ewig zu leben.